Herzlich willkommen, ich bin Carmania, für euch natürlich der Chris. Das ist der Markus, mit dem wir auch schon das Review vom Model 3 machen. Ihr könnt oben rechts klicken, um zum Review zu kommen. Hier geht es aber jetzt um das Laden. Wir fahren jetzt an den Supercharger in Eichstätten. Das ist auf der A96 und werden jetzt mal darüber sprechen. Erstens mal gucken, wie er lädt, wenn man bei knapp, wie viel Prozent sind wir jetzt? Bei 50% ansteckt, so ladekurvenmäßig, und natürlich auch, was die Preise angeht. Da gibt es ja so ein Up and Down momentan bei Tesla. Gab ja einen großen Preisschock, gerade erst vor ein paar Tagen. Jetzt wurde es wieder korrigiert. Darüber sprechen wir jetzt. Und wie ihr sehen könnt, sind wir schon da. Und da steht auch schon ein schwarzes Model 3. Am Supercharger sieht man da mehr davon als im alltäglichen Verkehr. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Preispolitik haltet. Sagt ihr, hey, ist doch nur fair. Die Supercharger müssen ja auch irgendwie gewartet werden. Oder sagt ihr, die fangen jetzt bei Tesla mittlerweile auch schon an, hier die Leute abzuzocken. Also ab damit in die Kommentarbox. Und wir probieren hier mal zu laden. A und B sind da angeschrieben. Da ist es wichtig, dass man... Immer wichtig, dass man ein Paar nimmt, wo das andere frei ist, ja. Weil sonst muss man sich die Energie teilen. Das wissen viele nicht, die frisch Model 3 fahren. Um auch mal kurz auf die Rückfahrkamera zu kommen, die ist echt ziemlich scharf, wie mir auffällt, was ganz besonders beim Rangieren eine ziemlich coole Sache ist. Ne, wir haben ja die Ladedose auf der... linken Seite, ne? Dann fahre ich einfach ein bisschen. Ich habe sie nämlich beim i3 auf der rechten. Deswegen habe ich mich daran gewöhnt, so ranzufahren an die Ladesäule. Symmetrisches Parken ist mir wichtig. Ich hasse es, wenn jemand schief steht. Wahrscheinlich stehe ich jetzt am Ende noch schief. So, und zack. Park und raus. So, hier sehen wir schon an der Ladesäule Model 3 Priority. Warum? Weil das Model 3 auch einen CCS-Anschluss hat, im Gegensatz zu Model S und X. Das heißt, wenn wir rüber gucken an eine der normalen Supercharger, wie dem hier zum Beispiel, da sehen wir, da ist nur ein Kabel dran, weil es halt eben nur der ganz normale Typ 2-Anschluss ist, ohne CCS. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil für Tesla, enormer Nachteil für alle anderen Elektroautos, weil ihr Model 3-Fahrer ja in Zukunft des Öfteren auch unsere schönen Triple Charger belegen werdet, richtig? Ja, ja. Das habt ihr schon vor, da kommt die Invasion. Und jetzt gucken wir uns mal die Ladekurve an. Du hast angeschlossen, wie viel Prozent haben wir jetzt aktuell gerade? 56%. 56%. Da wird er jetzt schon reduziert laden. Ja, da wird er schon nicht mehr. Ab 50% nimmt die maximale Ladeleistung. Aber 77 sehe ich hier gerade, gell? Ja, genau. 77 kW lädt er. Was immer noch. Kilometer pro Stunde im Moment. Was immer noch natürlich für viele E-Autofahrer ein Traum wäre, so viel von der Ladesäule nehmen zu können. Und jetzt sprechen wir mal über die Preise. Also, du bist ja ein Mensch, der als Tesla-Fahrer nicht unbedingt touchiert ist von Preisen, weil du 98% ja nicht an Superchargern lädst. Genau. Die Schweiz ist klein, du hast eine enorm hohe Reichweite, lädst also dann dementsprechend natürlich zu Hause. Jetzt aber, wenn man touchiert ist davon, vor allem wenn man kurz vorm Kauf eines Model 3 steht zum Beispiel, ist er jetzt aufgeschwappt medial, und es wird natürlich immer richtig hochgepusht, dass Tesla die Preise ja erhöht hat, nämlich auf 42 Cent pro Kilowattstunde. Also auch in Deutschland kilowattstundengerechte Abrechnung, in der Schweiz hattet das ja schon so, richtig? Wir hatten das immer schon so, ja. Auf 30 Rappen jetzt raufgegangen. Ja. Also auch ein bisschen raufgegangen, immer noch günstiger als in Deutschland. Aber 42 Cent ist dann natürlich kalkulatorisch gesehen der Punkt, dass wenn man jetzt, sag ich mal, 350 Kilometer lädt für 42 Cent pro Kilowattstunde, das sind dann halt, sagen wir mal so, wenn du eine höhere Autobahngeschwindigkeit in Deutschland fährst, sagen wir mal, ja, 70 Kilowattstunden mal 42 Cent ist schon ordentlich. Und am Ende des Liedes könnte es tatsächlich sein, dass man wirklich teurer kommt als mit einem Diesel, der 5,5 oder 6 Liter verbraucht. Aber, und hier kommt das Aber, jetzt hat Tesla direkt wieder reagiert, immerhin reagieren die und haben den Preis ja wieder gesenkt. Jetzt ist er bei 33 Cent, glaube ich, pro genau. Kilowattstunde, was natürlich nochmal einen eklatanten Unterschied macht. Das sind ja insgesamt 42 auf 33, 9 Cent immerhin Unterschied. Und bei 70 Kilowattstunden sind das ja fast 7 Euro, die man da sich jetzt doch wieder spart. Aber nach wie vor ist der Diesel nah dran. Jetzt ist aber die Sache, die man dabei nicht vergessen darf. In der Schweiz zum Beispiel, ihr zahlt halt nur 12 Cent pro Kilowattstunde, zum Beispiel im Nachtstromtarif. Genau, ich denke, man muss den Preis vor allem in Relation zum Strom zu Hause anschauen, oder? Und unser Hochtarif ist 23 Rappen, also etwa 20 Cent. Das ist aber der Höchsttarif. Das ist während dem Tag von morgens um 8 bis abends um 8. Und im Nachttarif ist es dann die 12 Cent, die du da gesagt hast. Absoluter Traum für mich als Münchner. Das ist extrem günstig, oder? Und wenn ich jetzt dann schaue, diese 20 Cent
während dem Tag vergleiche mit dem 25 oder 30 Cent am Supercharger, dann ist der Unterschied eben auch nicht mehr so groß. Vor allem für uns Deutsche ja nicht. Ich zahle 26,6 Cent pro Kilowattstunde, völlig egal ob nachts oder tags. Ökostrom natürlich, das sind 2 Cent Zuschlag pro Kilowattstunde. Und das ist natürlich echt eine ordentliche Hausnummer, gell? Weil wir haben ja, wie gesagt, einfach diese hohen Strompreise und zu 33 Cent ist es ja eigentlich wirklich kaum teurer als zu Hause. Dafür kann ich aber halt eben hier bestenfalls, wenn er fast leer ist, 120, 118 Kilowatt reinballern. Na? Und wie viel lädst du teilweise in 20 Minuten? Wenn ich mit 10% ankomme, dann lade ich 200 Kilometer in 17 Minuten nach. 200 Kilometer in 17 Minuten nach. Ja, dafür brauche ich mit dem i3 ja, eigentlich das für 40 Minuten. Ja. 40 Minuten. Wenn du unter 50% bist, dann 780 Kilometer pro Stunde. Ja. 780 Kilometer pro Stunde, das ist normalerweise die Geschwindigkeit der Flieger, die der Markus bewegt als Captain of Swiss Airlines. Aber hier geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern nur um die Ladegeschwindigkeit. Nämlich, wenn man 118 kW lädt, entspricht das 780 Kilometern Reichweite pro Stunde. Also wenn man so einen riesigen Akku hätte, dann könnte man tatsächlich 780 Kilometer Reichweite in einer Stunde tanken. Und das wird noch kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist alles nur eine Frage der Zeit. Hier ist er und steht an der Ladesäule. Noch 15 Minuten und hier stehen wir seit noch keine 10 Minuten angeschlossen. Das ist halt natürlich ein Wort, ne? Jetzt sind wir bei einer Batteriekapazität von 64% beim Model 3 und ziehen noch 57 Kilowatt. Ja, das ist halt das. Man wird halt stark runtergeregelt dann, vor allem im Verhältnis dazu, was man ja in der Peak zieht. Aber man muss halt auch eines bedenken, mit 64% kommen wir jetzt auch schon hier wieder bei normaler Autobahngeschwindigkeit 250 Kilometer weit. Ja, ne? Ja. Ja, das ist halt der Punkt. Nächstes Kapitel ist da natürlich allen voran die Thematik mit den Ladesäulen. Viele sagen ja immer, ja, und wer hat dann Bock, so viel anzustehen? Also ich weiß nicht. So viel anstehen mussten wir nicht. Wenn ihr jetzt mal hier diese Ladesäulen seht und die drangeschlossenen Teslas, ist das einer auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und auch noch an den hier. Und wenn wir jetzt mal die Situation angucken, mit Triple Chargern oder Chargern halt für alle Autos außer Tesla haben wir hier 1, 2, 3, 4. Hier lasse ich es schon eher zählen, aber auch hier muss ich sagen, wie viele E-Autos seht ihr hier angeschlossen? Das ist halt natürlich die Frage. So, der Zeitverlust, den wir hier gerade erleiden, in Anführungsstrichen, ist sehr, sehr übersichtlich. Denn wir sind bei eben nicht mal 15 Minuten, die wir laden. Und eigentlich müssten wir gar nicht mehr, weil wir könnten locker flockig weiter. Jetzt lassen wir ihn mal angeschlossen, oder? Weil letzten Endes kriegst du ja auch gratis Strom. Beim Tesla Model 3, das ist so ein bisschen die Krux, wenn man sich ein Model S gebraucht kauft mit Lifetime Free Charging, dann hat man natürlich immer Supercharger umsonst. Beim Model 3 gibt es das nicht mehr. Da gibt es 6 oder 9 Monate, beziehungsweise 7500 Kilometer. Wie ist es bei dir? Ich habe 6 Monate im Moment und wenn man jetzt mit einem Referral Code bestellt, ist es bis Ende Mai, kriegst du die 7500 Kilometer und sonst ist es, also üblich wäre 1500 Kilometer. Ist ja nicht viel, wenn man bedenkt, dass man beim Model S natürlich viel, viel mehr kriegt, nämlich auf Lebenszeit kostenlos und das ist ja auch übertragbar, das ist das Coole dran. Wenn ihr aber das Model 3 kauft, dann müsst ihr halt damit leben, dass früher oder später die Bezahlung dazukommen wird. Das ist unvermeidbar. Also wenn ihr ja ein Modell 3 kauft, dann kriegt ihr selbst einen Referral Code und es kommt der Käufer wie auch der Weiterleitende erhält die 1500 Kilometer. Also für jedes Mal. Also auch für die Vermittlung? Ja, genau. Das heißt, wenn du 10 vermittelst, kriegst du 15.000 Kilometer mehr oder weniger? Die sind dann aber, glaube ich, auf 2 Jahre beschränkt. Das muss natürlich buchhalterisch so sein, damit es auch einmal abgeschrieben werden kann. Aber grundsätzlich kriegen beide die Gutschrift, ja. So, bevor wir essen gehen und den hier angestöpselt lassen, weil es ist ja genug frei noch hier, muss ich eines sagen. Ich finde es eigentlich schade, dass diese Tesla Charger keine Displays haben, um zu verfolgen, wie es mit der Ladekurve ist. Gut, hier sieht man es im Auto, aber so an der Säule finde ich auch immer ganz nett. Wobei die meisten Triple Charger, wie auch die hier zum Beispiel, gar kein Display haben. Nur dieses kleine, wo da steht, aktivieren, wieder zumachen und fertig. Mehr kann man da nicht machen. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich würde schon gern sehen, wie viel mein Auto halt einfach aktuell nimmt. So, jetzt können wir in der App gucken, wie es da eigentlich ausschaut mit dem Ladezustand, weil du zahlst ja Blockiergebühr. Wie viel ist die?
ist 80 Cent pro Minute. Also das wird wohl auch den Tesla-Besitzer jucken. Ja, genau. 80 Cent pro Minute. Das ist auch gut so. Ja, das ist auch absolut gut so, finde ich auch. Absolut. So, wir haben unser Geld natürlich nicht für die Standgebühr investiert, sondern für leckere Käsespätzle. Währenddessen haben wir natürlich über die sehr schicke Tesla-App beobachtet, wann der Wagen fertig geladen hat, um diese Standgebühr eben nicht bezahlen zu müssen. Aber nicht nur der Ladestatus, sondern auch viele andere Sachen kann man über die sehr schicke, intuitive und einfach bedienbare Tesla-App steuern. Wie zum Beispiel eben die Kabinentemperatur, die einem auch angezeigt wird, wie sie aktuell ist. Und andere Remote-Funktionen, die wir auch von anderen Autos, wie zum Beispiel vom BMW i3 kennen. So viel dazu! So, jetzt haben wir alles über das Laden in der Praxis gesehen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist die Hochrechnung? Die haben wir noch nicht gemacht. Rechnen wir mal auf 300 Kilometer und vergleichen das auch direkt mal mit einem vergleichbaren Diesel. Fangen wir aber an mit dem Tesla Model 3. Also, wir haben 0,33 Cent pro Kilowattstunde. Das haben wir jetzt, wissen wir jetzt, ist der aktuelle Preis. Und wenn wir von einem Durchschnittsverbrauch von 23 Kilowattstunden ausgehen, ist das realistisch bei also etwas höheren Autobahngeschwindigkeiten. Also wir müssen hier nicht schleichen, so wie mit vielen anderen E-Autos. Das heißt, so zwischen 130 und 150, wenn man fährt, 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer mal 3, weil ja auf 300 Kilometer, sind aus dem Kopf 69 Kilowattstunden. Und diese 69 Kilowattstunden multiplizieren wir jetzt mal mit dem Centpreis pro Kilowattstunde, nämlich 0,33 Euro eben. Da wären wir bei 22,77 Euro für das Tesla Model 3 für 300 Kilometer. So, jetzt kommt der Benziner. Bevor wir das vergleichen, rechnen wir den auch mal aus. Also eher natürlich tendenziell ein schöner Sechszylinder-Diesel, weil wer ein powervolles Model 3 fährt, fährt er auch einen powervollen Diesel. Da sind wir bei so 150 km/h, aber auch nicht wirklich über 7 Litern. Rechnen wir mal 7 Liter mal 3, also 300 Kilometer, 21 Liter. Das multiplizieren wir mit dem aktuellen Dieselpreis von im Durchschnitt 1,27 Euro, heißt 26,67 Euro für den Diesel. Also 4 Euro teurer. So, jetzt ist natürlich immer die Aussage, die kommt, selbst wenn mich das Dieselfahren 10 Euro mehr kostet oder gar 20 Euro, was viele sagen, ich aber nicht stehen bleiben muss, habe ich einen Komfortgewinn. Zeit ist auch Geld. Stimmt. Ganz speziell, wenn man mit E-Autos fährt, die kleinere Batterien haben und einen hohen Verbrauch, wie mein i3S zum Beispiel. Also zumindest auf der Autobahn einen hohen Verbrauch. Vielen wird die Differenz es nicht wert sein, zu sagen, okay, jetzt fahre ich mit dem Elektroauto, aber man muss halt nicht stehen bleiben, weil 300 Kilometer Reichweite aus einer Ladung muss reichen. Klar gibt es immer die Vertreter, klar gibt es Berufsgruppen oder Leute, die einfach nicht stehen bleiben wollen, aber die Masse bleibt meistens nach 300 Kilometern stehen und macht eine Pause und kann dann ja auch laden, beziehungsweise fährt man meistens gar keine 300 Kilometer, weil man so viel ja gar nicht reist und für die wenigen Male kann man ja dann auch mal stehen bleiben. Also hat er auch hier den Vorteil und die andere Seite der Medaille ist, die man nicht vergessen darf und bei solchen Argumentationen immer untergeht, ist die Tatsache, dass man ein Model 3 ja sonst im Alltag sehr, sehr oft kostenlos laden kann. Aldi, Lidl, Ikea aus erneuerbaren Energien oder viele haben auch eine Photovoltaikanlage, während man den Diesel nirgendwo in keiner Situation kostenlos tanken kann. Das heißt, wenn wir nicht nur die Autobahn nehmen, sondern tatsächlich, sagen wir mal, eine Fahrleistung von 30.000 Kilometern pro Jahr, wird ein hoher prozentualer Anteil dessen über Photovoltaik oder eben kostenlose Lademöglichkeiten geladen. Und da spielt er natürlich seinen enormen Vorteil auch aus, auch wenn der Preis relativ hoch ist für Supercharging. Und eigentlich auch nicht so wirklich, denn ich zahle 26,8 Cent pro Kilowattstunde zu Hause Ökostrom in meiner Garage und 33 Cent kostet jetzt halt die Kilowattstunde am Supercharger. Das ist jetzt halt nun wirklich nicht so ein riesiger Preisunterschied und genau diese Sachen muss man da tatsächlich bedenken. Also unterm Strich aufs Jahr gesehen ist das Model 3 definitiv wesentlich günstiger, weil man eben die kostenlosen Lademöglichkeiten nutzt und auf der Autobahn geht es sich ungefähr aufs Gleiche aus mit einem modernen, guten, powervollen Diesel, der halt so um die 7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Einziges Manko, und das ist leider kein kleines, der doch hohe Anschaffungspreis des Tesla Model 3. Ja, ein Sechszylinder-Diesel kostet auch viel, und zwar vergleichbar viel, aber auf alle anderen Autos kriegt man ja einen Rabatt, auf das Tesla Model 3 eben nicht. Wobei die 58.000 Euro für den von mir konfigurierten gar nicht viel klingen, aber durch die Tatsache, dass man eben 0% Rabatt kriegt, eben sehr viel sind. Der Autopilot ist mittlerweile gratis, ich habe ihn genauso ausgestattet wie Markus, das heißt Long Range, Allradantrieb und natürlich noch die Winterreifen für 2.000 Euro zusätzlich.
Denn in der Rate zahlt man dann trotzdem 654 Euro im Monat und das bei fast 6.000 Euro Anzahlung. Summa summarum ist das der einzige Grund für mich, warum ich kein Tesla Model 3 fahre. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei diesem Video. Es gibt noch weitere Videos über das Tesla Model 3, wie zum Beispiel das Review selbst oder eben das Beschleunigungsvideo. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibungsbox und ich danke euch fürs Zuschauen. Übrigens, Carmania ist eine One-Man-Show, also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, mir einen Daumen nach oben dalasst, wenn euch das Video gefällt und die Benachrichtigungsglocke klickt. Vielen Dank!